Ja, also das ist mein Gesellenstück. Das heißt Fjell, das ist das norwegische Wort für Berg oder in der Region, wo ich aufgewachsen bin, auch das Wort für Fels. Man sieht schon, das habe ich ein bisschen aufgegriffen mit den Farbtönen und auch mit der Struktur, die vorne zu sehen ist. Außen ist es ja, Hymax, LG Hymax, Mineralwerkstoff, fugenlos verklebt außenrum. Die Fronten sind aus Valchromat lackiert und dann wieder durchgeschliffen. Man sieht die Struktur, die hier zu sehen ist, die habe ich mit dem Radius von der Kantenschleifmaschine in die Leisten gearbeitet, überlackiert, zwischengeschliffen und wieder lackiert, sodass letztendlich dieses Bild zustande kam. Das Möbel teilt sich auf in vier Schubkästen. In diesen Positionen. Und ein Klappenfach, was Raum für elektronische Geräte bieten kann, weil hinten ist ein Kabeldurchlass eingefräst, sodass man durch die Rückwand die Kabel oben aus der Schattenfuge heraus oder unten aus der Schattenfuge heraus leiten kann. Die Schnüre, also die Klappenhalterung, das sind Fallschirmspringerschnüre, die vorne durch einen selbst gefrästen Nussbaumdübel geführt werden und hinten mit einem Schnurspannbeschlag, den ich auch selber aus Mineralwerkstoff gefertigt habe und letztendlich so aussieht, gehalten wird. Dadurch kann man die Spannung der Klappe nochmal verändern, weil das ist ja anders nicht möglich hierbei. Ja, und ansonsten alles relativ überschaubar. Der Kern ist auch aus schwarzem Valchromat. Alles lackiert, die Fronten auch schwarzes Valchromat. Wo die Schubkästen sind aus massivem Nussbaum und Nussbaumfurnier. Die Tücke an den Leisten war, dass wenn man die Deckschicht vom Valchromat runtergeschliffen hat am Radius der Kantenschleifmaschine, die Leisten tendenziell eher eine Beule gemacht haben, also im Endeffekt konkav wurden. Um dem Problem entgegenzuwirken, habe ich 12er Valchromat genommen, die Rückseite erst runtergehobelt, dass sie zuerst konvex wurden, von vorne gesehen, um dann die Struktur reinzuschleifen, um diese Spannungen wieder aufzuheben, damit die Leisten gerade werden.